meine liebe Freunde. Ich habe neue Arbeit, wie Sie sehen. Wunderschöne Jacke, ich habe gestrickt. Und ich zeige alles in meinem Video, wie ich habe gestrickt diese Jacke. Wie ich habe gemacht diese wunderschöne Armausschnitt. Das alles ich zeige, erkläre. Und hier sind auch Taschen. So, aber das ist falsche Taschen. Und ich erkläre und zeige euch, wie ich habe das alles gestrickt. Viel Spaß, meine Liebe. Schauen Sie weiter. Einfach Video mit viel Freude. Hallo, meine liebe Freunde. Heute wir stricken zusammen Chanel Jacke wieder. A la Chanel Jacke, muss ich sagen. Nicht, ich bin nicht von Chanel Mitarbeiterin. Ich einfach will ungefähr solche Jacke stricken. Ich zeige jetzt Jacke, welche ich habe, auch bei H&M gekauft. Und das ist auch nach diese Style Chanel. Schauen Sie, solche Jacke bei H&M habe gekauft. Das ist Bouclier Wolle hier. Und wir stricken ungefähr so, auch nur ich würde natürlich, ich habe keine Maschine, ich würde stricken mit Händen und ich zeige euch. Ich habe mich überlegt, ob ich stricke von unten nach oben. Ja, das ist mir einfacher. Aber ich will auch zeigen, andere Methode von oben nach unten stricken. Das ist auch möglich. Weil Sie wissen, bei Chanel Jacke, wir haben immer Kugel, ja, Kugelärmel. Und das muss man besonders rechnen und auch dann stricken. Okay? Das würde ich alles zeigen. Und Sie fragen mich, oh, wie das geht mit Schulter. Das würde ich auch zeigen. Wir stricken nicht Schulterraglan. Nein, nein, nein. Das wird ganz andere Methode. Okay? So, meine Liebe. Erste, was wir brauchen, natürlich, wir brauchen Wissen, wie viel Maschen wir müssen hier anschlagen. Ja? Und das ist das Wichtigste, wie viel Maschen für unsere Halsausschnitt wir müssen anschlagen. So. Wir müssen nicht vergessen, dass hier ist auch ein Bündchen, wo sind Knöpfe und hier ist Knopfloch. Und wann wir machen eine auf andere, dann wir verlieren diese Maschen, ja, und bleiben nur so Maschen, ja. Das müssen Sie nicht vergessen. Wann zum Beispiel wir haben für Bündchen 6 Maschen eine Seite, dann 6 Maschen andere Seite. Zum Beispiel, ich sage, ich habe nicht das entschieden. Dann diese 6 Maschen, wir rechnen nicht. Wir rechnen nur so 6 Maschen, weil diese 6 Maschen, wo es Knopf, wir verlieren immer. Das wird nicht in unserem Umfang. Okay? Das muss man nicht vergessen. So, mit was ich stricke? Ich stricke mit Lana Große Alpaka. In diese Alpaka ist in 100 Gramm, habe ich gesehen, wo ist das? In 100 Gramm 420 Meter. Natürlich sehr dünne Wolle. Ich würde 2 Faden nutzen und einen Faden, ich würde nutzen Schurwolle hier,
Nylon, Alpaka und Baumwolle. Solche Wolle würde ich nutzen auch dazu. Ja? Eine Faden von Alpaka, ich würde zwei Faden nutzen. Okay? So, meine Liebe, wie wir rechnen das? Ganz einfach. Ganz einfach. Wir nehmen Kopfumfang. Kopfumfang mal Strickprobe in 1 Zentimeter, ja, und diese ganze Maschen minus 10%, und wir haben Maschenanschlag. Okay, so was wir müssen tun. So, meine Liebe, solche Formula. Dann Stricknadel. Ich nehme zum ersten Nummer 4 zum Anschlagen Maschen und weiter. Ich würde stricken meine Böhnchen mit Rippenmuster 1 zu 1 Stricknadel Nummer 3. So, Anschlagen Maschen, wir werden ganz normal, ohne was Besonderes, alle unsere Wolle gebrauchen. Ja, und ich brauche 2 Faden von dieser Wolle. Warum ich nehme immer mehr größere Stricknadel zum Anschlagen, weil dann kommt bessere unsere Rand. Ja, das wird nicht ganz fest. Ich habe gerechnet, dass Sie sehen, Kopfumfang mal Strickprobe minus 10%, ich habe 100 Maschen. Ich würde anschlagen 102 Maschen. 2 Maschen sind Randmasche. Okay? 102 Maschen. Ich würde anschlagen. So, mit großer Stricknadel, ganz normale Maschenanschlag. Klassische, schauen Sie. Einmal. Und dann 3 Maschen, 4 Maschen und so weit, bis ich habe 102 Maschen. Ich habe nicht 102, ich habe 103. Warum? Ich erkläre, wann wir anfangen, stricken jetzt unsere Bündchen. Das muss sein Randmasche, zum Beispiel wir stricken dann rechte Masche, dann ich will das andere Böhnchen ist auch gleiche Randmasche, rechte Masche, verstehen Sie? Das muss gleich sein. Wenn wir machen das nicht, dann es tut mir leid, aber das schaut nicht schön. Ja, das muss sein. Ich schaue jetzt gekaufte, schau mal. So, hier ist okay, hier ist ein bisschen anderes, aber trotzdem. Hier ist Randmasche, dann geht linke Masche. Schau mal diese Seite. Ja, hier ist Randmasche und dann geht rechte Masche. Verstehen Sie? Das ist nicht richtig. Schön, wann ist gleiche. Hier ist Randmasche, linke Masche, hier muss auch sein. Randmasche und linke Masche. Okay? Muss alles symmetrisch sein. Drum. Ich habe so mir gedacht und jetzt wir stricken erste unsere Reihe. Wir stricken einfach alle Maschen, wir stricken linke Maschen, weil wir sind jetzt an linke Seite und ich würde erste Masche, schauen Sie, dass unsere Rand ist sehr schön. Ich zeige euch, was ich mache.
Randmasche. Dann ich würde einen Umschlag machen und weiter. Ich stricke dann alle Maschen, linke Masche. Okay? So. Alle Maschen sind linke Masche. Und schön ist, ich stricke mit Stricknadel Nummer 3. Okay? Letzte Randmasche, ich stricke als rechte Masche. Fertig. Eine Reihe, wir haben gestrickt. Jetzt, wir stricken Reihe schon mit Rippenmuster 1 zu 1. Okay. Anfangen wir immer erste Masche und Umschlag. So, Randmasche und dann kommt Umschlag. Okay. Und nächste ich würde stricken rechte Masche. Und ich stricke weiter rechte, linke. Ja, rechte, linke. So. Und bis Ende diese Reihe. Am Ende wir stricken unsere Masche, welche wir haben gestrickt von Anfang mit Umschlag. Wir stricken zusammen mit diesem Umschlag eine rechte Masche, okay? So, dass wir bekommen sehr schöne Rand. So, stricken Sie bitte weiter. Schauen Sie, bevor Randmasche, ich habe auch rechte Masche, gleich wie wir haben angefangen, ja? Und dann Masche mit Umschlag, ich stricke zusammen mit einer rechte Masche. Fertig. Jetzt ich stricke einfach weiter. An linke Seite ich stricke auch erste Masche zusammen mit Umschlag ausziehen, ja? Und dann ich stricke weiter meine Rippenmuster 1 zu 1. Okay? Ich stricke noch ein bisschen, dann ich zeige, wie wir machen eine Knopfloch. Okay? So, stricken Sie Rippenmuster 1 zu 1 und immer von Anfang. Sie machen Randmasche ausziehen und einen Umschlag. Am Ende diese Randmasche mit Umschlag, Sie stricken als rechte Masche. Ich habe entschieden, dass ich würde noch Perlen dazu stricken für meine Krage. Ja, ich würde mit Krage machen Perlen. Dann, wenn ich stricke, auch für Handgelenk, ja, Bündchen, dann würde ich auch machen solche Perlen. Sehen Sie? Schön, ja? Und ich will euch zeigen, wie ich mache das. So, ich habe solche kleine Perlen. Diese Perlen habe ich gekauft bei Woolworth. Und sie brauchen natürlich sehr, sehr kleine Häkel. Das ist 1 mm. So, jetzt ich zeige euch, wie das geht. Schauen Sie. Moment. Zum erst, ich mache auf rechte Masche, zum erst wir müssen anziehen unsere Perle, dann Masche ziehen durch diese Perle, so, wir müssen ziehen, das ist nicht einfach, aber geht, so, muss man ziehen, dann anziehen diese Masche auf Stricknadel, okay. Und dann stricken diese Masche. Muss man ganz zum Spitze, weil es schwierig. So. Und dann geht. Dann linke Masche, ich stricke ganz normal. Linke Masche. Und wieder rechte Masche. Ich würde machen mit Perle. So, zeige ich nochmal. Schauen Sie. Nochmal Perle auf
häkel, dann ich ziehe durch meine Masche durch Perle. Das ist sehr wichtig. Muss ich sagen, das wird nicht schnell, das muss man vorsichtig alles machen, anziehen an linke Seite und dann kann man stricken schon diese Masche. Fertig, ja? Okay. Und letzte ist meine Randmasche zusammen mit Umschlag. Ich stricke als rechte Masche. So, Perle habe ich gemacht. Nur an rechte Masche habe ich Perlen gemacht. An linke, ich linke einfach stricke. Sehen Sie, das ist ganz, ganz fest. Ganz fest. Und an linke Seite, wir haben nichts. Okay, und ich habe schon mit dieser Methode gestrickt eine Pullover und eine T-Shirt. Und das gibt auch bei meinem Kanal solche Anleitungen mit Perlen. Ja? Schauen Sie, erste Masche ausziehen zusammen mit Faden und weiter, ich stricke einfach linke. Rechte, linke, rechte. Und wie Sie sehen, Perlen kommen nicht an linke Seite. Perlen bleiben an rechter Seite. Ganz, ganz fest, wenn wir stricken mit solcher Methode. So, stricken wir weiter. Ich habe bei mir so schöne Knöpfe gefunden und wir stricken jetzt erste Knopf. Schauen Sie, bei Frauen, wir haben immer an rechter Seite Knopfloch und an linker Seite, wir haben Knopf. Okay? Dann, wir stricken jetzt Knopf sofort. Wir machen keine Zumnähen und so weiter. Das wird Knopf sofort gestrickt. So. Erste Masche ausziehen mit Umschlag, dann zweite Stricke, dritte und Moment, ich muss überlegen, drei, vierte auch, okay. Und jetzt diese Masche, ich würde gleiche ziehen durch meine Knopf, dass ich habe dann einfach Knopf schon da. Ja? Moment, Knopf muss man anziehen auf unsere Häkel und dann ziehen Masche durch diese Knopf. Das ist nicht einfach zum Zeigen, natürlich. Aber das geht. So, ich habe schon. So, wie Sie sehen, ich habe schon rausgezogen meine Masche. Nicht alle Faden. So, alle Faden. Jetzt zurück anziehen an Stricknadel. Okay. Und dann ich stricke diese Masche. Ich stricke diese Masche ist linke Masche bei mir. Aber ich stricke rechte, dann wird mir einfacher. Entschuldigung, das ist nicht einfach zum Zeigen. So, jetzt habe ich gestrickt und ich stricke weiter meine Rippenmuster. Jetzt ich zeige, wie ist Knopf. Okay, wie fest ist mein Knopf? Dass Sie sehen, schauen Sie, Knopf ist ganz fest. Passiert nichts, muss man nicht nähen, das bleibt da. Sehen Sie? So. Okay, Knopf ist da. Wir haben gleich gemacht, wie wir haben mit Perlen gestrickt. Perlen rein, so wir haben auch Knopf rein gestrickt.
Und ich stricke weiter bis Ende und am Ende wir machen dann Knopfloch oder Lochknopf. Ich habe für Bündchen entschieden, einfach 10 Maschen, ich denke 1, 2, 3, 4, 5, ja, 10 Maschen zusammen mit Randmasche. So, strick mal. Eine linke, eine rechte, eine linke, eine, 1, 2, 3, dann 3, dann wir stricken 2 zusammen, rechte und linke zusammen mit einer rechten Masche. So, machen wir Umschlag und stricken wir weiter. Rechte, linke, rechte und Randmasche zusammen mit Umschlag. Eine rechte. So. Drehen unsere Arbeit auf linke Seite und hier strickt man so. Randmasche mit Umschlag ausziehen, dann linke, rechte, linke, dann Umschlag, wir stricken offen, rechte Masche, dann geht linke, rechte, linke, rechte und so weiter. Wir haben jetzt Knopfloch gemacht für uns. Sehen Sie? So, ich stricke noch ein paar Reihen mit Rippenmuster 1 zu 1. Und dann machen wir schon weiter unsere Jacke. Wir stricken weiter. Okay. Ich habe gestrickt an rechter Seite noch eine Reihe, eine linke, eine rechte. Und jetzt an meine linke Seite, ich würde stricken, schauen Sie, ich würde stricken, Bündchen, 10 Maschen, ich stricke, wie das ist, ja, erste Masche mit Umschlag ausziehe, dann linke, rechte, so 10 Maschen bei mir ist hier. Zusammen mit Randmasche. 10 Maschen. Okay. Und dann weiter nach Bündchen. Ich stricke bis nächste Bündchen. Alle Maschen, rechte Maschen. Einfach rechte Maschen. Okay. So. Und dann Bündchen. Ich stricke wieder eine rechte, eine linke. Wir teilen unsere Maschen. Wir haben 103 Maschen, ja? So, 10 Maschen eine Bündchen, 10 Maschen andere Bündchen, ja? Aber wir rechnen nur eine Bündchen, welche wir müssen minus machen, welche spielt nicht Rolle in unsere alle Maschen. Ich habe gezeigt, wann wir machen Bündchen an Bündchen. Wir haben nur diese Maschen und Bündchen mit diesen Maschen, welche ist zu? Wir rechnen nicht. Einfach diese 10 Maschen minus. Ja, das ist diese 10 Maschen. Welche ist zweite Bündchen? Diese Bündchen wir rechnen und alle anderen Maschen wir rechnen. Schauen Sie, wir haben in Rund diese alle Maschen. Okay? So, dann 103 minus 10 Maschen, wir haben 93 Maschen. Wir teilen mit 2, weil wir haben Rückenteil und Vorderteil. Wir bekommen 46 plus 47. Okay, 47 ich gebe für Rückenteil und 46 ich gebe für meine Vorderteil, weil das muss teilbar sein mit 2. Ich habe 2 Teile, ja, bei Vorderteil. Aber hier das auch bleibt meine eine Bündchen. 46 minus 10 Maschen, zweite Bündchen. Ich habe nur 36 Maschen. 36 teile mit 2. Ich bekomme 18 Maschen. So 18 Maschen da, 18 Maschen da. 47 Maschen da. Rückenteil. 10 Maschen, 10 Maschen, 2 Bündchen. Wir haben gestrickt eine Reihe mit
an linke Seite rechte Maschen, dass wir bekommen solche Streifen mit linke Maschen. Und jetzt, was wir machen, wir stricken einfach, ich stricke weiter mit Stricknadel Nummer 3,5. Körperteil weiter, ich würde stricken mit 3,5. Okay, so wie ich mache das. Ich stricke einfach, schauen Sie, erste Masche wie immer mit Umschlag und dann weiter kommt meine Bündchen. Ich stricke weiter, eine rechte, eine linke, das muss sein, ja. So, und jetzt ich stricke alle Maschen, rechte Maschen, nur Bündchen ich stricke, linke Maschen und dann wir treffen uns, weil wir stricken dann Schulter. Okay, aber jetzt wir stricken einfach rechte Maschen. So. Alle Maschen sind rechte Maschen. Ich nutze hier keine Muster. Das ist mir einfacher für euch. Okay. Ich habe an der linken Seite, nee, an rechter Seite. Das ist rechte Seite oder linke Seite, ja? An linke Seite. Ich habe gestrickt bis meine Schulter. Hier ist Schulter, ja? Ich habe gestrickt 10 Maschen Böhnchen und 18 Maschen von Halbvorderteil. Jetzt diese Maschen, ich würde einfach anziehen mit Hilfe Stricknadel oder Hilfe Nadel. Weil wir brauchen nicht mehr diese Maschen. Wir arbeiten jetzt nur mit Rückenseite. Mit Rückenseite und mit Schulter. Okay? So. Alle Maschen anziehen auf diese Hilfe. Nadel mit Marker, alles so wie das muss sein. Okay, so, so, so. Ich sagte meine Enkelkind, jo, jo, Oma. So, jetzt wir brauchen hier ist bei uns Schulter. Ja, wir sind an linke Seite und wir müssen einfach, wir brauchen für unsere Schulter, ich habe 10 cm Schulter, ich muss anschlagen, maschen. Aber wie? Das ist interessant. Ja? Wie kann ich das machen? Ganz einfach. Ganz einfach. Ich würde mit Häkeln einfach machen. Luftige Maschen. So, ich brauche wie viel Maschen Sie brauchen. Auch Sie müssen wissen, bei mir das wird ich denke 20 Maschen oder 18 Maschen. So muss man richtig kommen rein und dann eine und weiter. Zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte. Wir machen luftige Maschen, okay? Achte. So, ich habe solche Zopf gemacht, ja? Luftige Maschen. 19 Stück habe ich. So, das ist meine 19. 19.
Masche und jetzt Swish drücken, zurück. Wir sind an linker Seite, ja? Wir müssen jetzt stricken an linker Seite diese alle Maschen. Okay. So, Moment. Ich muss alles richtig zeigen. Wir haben andere Stricknadel und dann einfach stricken wir zurück unsere erste natürlich. Reihe wird nicht einfach, aber geht. So, zweite Masche, linke Masche, dann nächste Masche. Schau mal, hier ist nächste Masche. Ja. Dritte Masche. Und so weit. Ja. Jede Masche, wir müssen stricken jetzt. Vierte Masche. So. Seht ihr? 18 Maschen. Ich habe zurück gestrickt. Ja? Sie schauen, ob Sie können diese kleine Zopf mit Häkeln dann auch Maschen zurück machen. Ja? So linke Seite. Und jetzt wir stricken von unserer Rückenseite, von unserem Rückenteil nur 3 Maschen. Okay, und schau mal so, wir müssen stricken, dass wir haben hier kein Loch. Drum wir holen von unten noch zur Masche. Okay, und stricken wir dann zurück. An Rückenseite 2 zusammen. Eine Masche. Okay, und zweite Masche. Und dritte Masche. Fertig. Wir haben 3 Maschen gestrickt. Drehen wir unsere Arbeit auf linke, auf rechte Seite. Erste Masche zusammen mit Faden ausziehen. 10 Faden bekommen doppelte Masche und stricken wir jetzt. So, diese 2 Maschen. Und weiter geht unsere Schulter. Ja, das Beste hier haben dann einen Marker, dass wir wissen, hier ist unsere Schulter. Dann stricken wir von Schulter auch nur 3 Maschen. 1, 2 und 3. Okay, haben wir gestrickt. Drehen wir unsere Arbeit wieder auf linke Seite. Erste Masche zusammen mit Faden anziehen. 10 Faden bekommen doppelte Masche und stricken wir 2 linke. Habe 3 Faden. So, dann weiter wir stricken unsere Schulter. Wo ist unsere doppelte Masche? Ja? Kommen wir zum doppelte Masche. Hier ist doppelte Masche. Stricken wir sie. So. Und stricken wir noch 3 Maschen. 1, 2, 3. Okay. Wieder drehen wir unsere Arbeit auf rechte Seite. Machen wir wieder doppelte Masche und stricken wir zurück. So, wir stricken zurück bis doppelte Masche. Wo ist unsere doppelte Masche auf Schulter? Schauen wir jetzt. 1, 2. Schauen Sie hier. Dann wir stricken diese doppelte Masche und noch 3 Maschen. 1, 2 und 3. Und wieder drehen wir unsere Arbeit auf linke Seite. Wieder ausziehen unsere Maschen. 10 bekommen doppelte Masche. Stricken wir jetzt wieder zum doppelten Masche. Okay, so. So, dann stricken wir, wo ist unsere doppelte Masche? Schauen wir. Hier ist doppelte Masche, stricken wir sie. Und stricken wir noch 3 Maschen.
Fertig. Drehen wir unsere Arbeit auf rechter Seite. Ausziehen diese Masche. Ziehen, bekommen doppelte Masche. Stricken wir auf Schulter jetzt bis doppelte Masche. Wo ist unsere doppelte Masche? Schauen wir jetzt. So, hier ist doppelte Masche, stricken wir diese Masche und stricken wir noch drei Maschen. Ein, zwei und drei. Jetzt wir drehen unsere Arbeit auf linke Seite und stricken wir bis diese Marker, bis nächste Schulter, wo wir müssen auch eine Schulter machen, gleich wie wir haben da gemacht, ja? Machen wir doppelte Masche und stricken wir dann weiter. So. Hier wird doppelte Masche auch hier. So stricken wir sie und stricken wir weiter. Alle Maschen, linke Maschen. Bis nächster Marker. So, ganze Rückenseite wir haben gestrickt. Wunderbar. So, bis Marker. Und hier, wir müssen wieder machen 18 Maschen für Schulter. Okay? 18 Maschen wir brauchen für Schulter. Diese Maschen, Sie können auch für Halbvorderteil einfach auf Hilfe Nadel anziehen. Und hier machen wir wieder unten, machen wir wieder für Schulter 18 Maschen. Moment. So. Wieder gleiche Zopf. Wir müssen stricken, nicht häkeln. Ja? Ich will keine Loch hier haben, drum das muss man vorsichtig, vielleicht lieber da. So. Ein, zwei, drei und so weiter. Vier, fünf, 6, 7, 18 luftige Maschen bitte. Wann Sie haben Zopf gehäkelt, ja, mit 18 Maschen oder 20 Maschen Sie haben, dann Sie müssen wieder zurück diese Maschen, alle Maschen so stricken, ja, dass wir haben dann gestrickt diese Maschen. 1, 2, 3 und so weiter. Hier ist mir einfacher, weil wir stricken schon an rechter Seite, nicht an linke. An linke ein bisschen schwieriger, aber das geht auch. So, wir stricken bis Anfang unserer Schulter. Und jetzt wir stricken wieder für kürze Reihe. Stricken wir, machen wir hier Marker und stricken wir drei Maschen von Rückenseite. 1, 2, 3. Drehen wir unsere Arbeit auf linke Seite. Machen wir dann verdoppelte Masche und stricken wir zurück. So, Marker, stricken wir Schulter. Drei Maschen. 1,
2, 3. Umdrehen unsere Arbeit. Zusammen mit Faden machen wir doppelte Masche und strippen wieder zurück. Bis doppelte schon Masche. Ja? Hier bei Rückenseite ist doppelte Masche. Schauen Sie hier. Strippen wir diese Masche und strippen wir noch drei Maschen. 1, 2, 3. Okay. Drehen wir unsere Arbeit wieder auf linke Seite. Erste Masche machen wir doppelte und strecken wir bis doppelte Masche auf Schulter. Okay. So. Schauen wir. Hier ist doppelte Masche. Strecken wir drei Maschen. 1, 2 und 3. Drehen wir unsere Arbeit wieder auf rechte Seite. Okay. So, strecken wir wieder zurück. Schau mal, das ist richtig. Alle Faden sind da. So, strecken wir wieder bis doppelte Masche. Und letzte unsere Gruppe mit 3 Maschen wiederholen. Okay, so hier ist doppelte Masche. Und holen wir noch 3 Maschen. 1, 2, 3. Drehen wir unsere Arbeit auf linke Seite. Stricken wir bis doppelte Masche auf Schulter. So. Und jetzt bis doppelte Masche. Wo ist unsere doppelte Masche? Hier ist doppelte Masche. Strecken wir diese Masche. Und noch 3 Maschen. 1, 2 und 3. Ja? Drehen wir unsere Arbeit auf rechte Seite. Wir haben schon gestrickt so ein bisschen. Sehen Sie? Und jetzt, wir stricken schon unsere Verkürzereihe von hier bis diese Schulter, bis diese doppelte Masche. Holen hier noch 3 Maschen und wieder zurück und holen hier 3 Maschen. Und so, wir werden so stricken, ganze Rückenseite und auch Schulter dabei sind. Ja? Dass Sie verstehen. So, stricken Sie bitte. So, ich zeige diesen Moment und dann Sie stricken alleine. So, hier ist doppelte Masche. Wir stricken diese Masche und stricken weiter. Einfach weiter. So. Ganze Rückenseite. Wir stricken. Schauen Sie, ich komme zum Schulter und ich stricke weiter. Weiter einfach. Bis doppelte Masche. Wo ist meine doppelte Masche? Ich weiß nicht. So. Hier ist doppelte Masche. Ich stricke diese doppelte Masche dann. So, und stricke noch 3 Maschen. 1, 2 und wieder 3. Ja? So, und ich drehe meine Arbeit auf linke Seite
Und jetzt ich stricke wieder ganze Rückenseite bis Schulter. Und wo ist meine doppelte Masche? Ich stricke noch drei Maschen, drehe meine Arbeit wieder zurück. Und so ich stricke bis meine letzte Masche. Okay? Dann ich komme und ich zeige. Ich habe bis doppelte Masche gestrickt und jetzt unsere letzte drei Maschen, was wir haben da. Ich stricke einfach und dann ich würde hin und her stricken. So, letzte Masche. Einfach ich stricke als linke Masche oder rechte. Egal. So. Okay. Schulter haben wir jetzt schon gestrickt. Ich zeige, wie das schaut aus, dass Sie verstehen, was wir haben gemacht. So, hier ist unser Halbvorderteil. Jetzt muss man ein bisschen... sehen unsere Knopf rein. So, jetzt. Das ist unser Vorderteil, wie Sie sehen. Hier ist Rückenteil. Wir haben jetzt gestrickt unser Rückenteil mit Schulter. Sehen Sie? So, das schaut aus. Schulter. Und wir haben auch gestrickt bisschen tiefer unsere Halsausschnitt. Sehen Sie, wie das schaut aus? Und hier sind Schulter, ja? Welche wir haben gestrickt. Und jetzt ich würde stricken einfach gerade Armausschnitt. Ich würde stricken, ich denke, ich stricke zum ersten und dann ich sage euch, wie viel Reihe oder wie viel Zentimeter habe ich gestrickt, okay? So, aber wir haben beendet jetzt, das ist das Wichtigste, Schulter. Und jetzt stricken wir Armausschnitt. Einfach, wir stricken diese Teil, Rückenteil, gerade hin und her. So, rechte Seite, rechte Maschen, linke Seite. Linke Maschen. Ich würde rechnen meine Reihe und ich sage, wie viel ich habe gestrickt. Ich stricke weiter, meine Liebe. Schauen Sie, dass es so viel ich habe schon gestrickt. Ich habe 40 Reihen gestrickt. Bei mir das ist 40 Reihen, bei euch vielleicht das andere. Ich habe 17 Zentimeter gestrickt, ich denke. So. 40 Reihe. Hin und her, 40 Reihe. Dann schauen wir, was wir haben. Wir haben 47 Maschen, das war für Rückenteil. Dann wir haben für eine Schulter 18 Maschen und für andere Schulter 18 Maschen. So, 40 Reihe habe ich gestrickt. Und normalerweise, ich muss haben hier ich muss haben 100 Maschen. So, das brauche ich 100 Maschen. Ich habe jetzt 83. Es bedeutet, ich muss noch 17 Maschen haben. Wenn ich habe 16 Maschen, weil ich würde Zunahme machen von einer Seite und anderer Seite, passiert nichts. Ja? Wenn ich habe nur 99 Maschen. Dann eine Masche irgendwo, ich würde dazu machen. Kein Problem. Schauen Sie, wir machen jetzt Zunahme. So, Zunahme. So, 100 minus 83, 17 Maschen. Ich entscheide für mich so, Unterarm, ich mache dann noch welche Maschen, ja? Unterarm. Okay.
unsere luftige Maschen, wissen Sie? So, das müssen wir auch rechnen. Zum ersten machen wir jetzt Zunahme. Von beider Seite plus eine Masche. Wie wir machen das? Ich würde von beider Seite Zunahme machen. Das ist 41. Reihe, Randmasche, und dann ich stricke zwei Maschen und zwischen Maschen einen Faden und ich stricke noch dazu eine Masche. So, eine Zunahme, dann ich stricke bis Ende dieser Reihe und bevor am Ende drei Maschen. Ich würde machen noch eine Zunahme. Am Ende meiner Reihe, bevor drei Maschen, ich muss wieder machen eine Zunahme. Ja. So, ich habe Faden und zwischen zwei Maschen genommen und ich habe verschränke rechte Masche gestrickt. Fertig. Und dann ich stricke noch zwei Maschen. Und dritte ist meine Randmasche. So, Zunahme habe ich gemacht. Jetzt ich stricke eine linke, eine rechte, nochmal eine linke und dann mache noch eine Zunahme. Okay? So, ich würde es so machen. Ein paar Zunahme. Mhm. Ich sage, wie viel. Jetzt, wir haben eine gemacht, oder machen wir dann bei jeder rechten Reihe, dass sie müssen dann nicht rechnen. So machen wir jetzt bei jeder rechten Reihe. Linke, wir stricken einfach gerade. Und dann bei rechter machen wir wieder bevor drei Maschen und nach drei Maschen, wir machen Zunahme. Wie viel Mal, ich würde dann sagen, wenn ich bin fertig. So, ich habe versprochen zu sagen, wie viel Zunahme habe ich gemacht. Von einer Seite fünfmal, von anderer Seite fünfmal. Ja, immer auf rechte Reihe. An rechte Reihe, wie ich habe gezeigt. Drei Maschen, dann Zunahme. Dann wir stricken, bevor drei Maschen, wieder Zunahme. Okay? Sie fragen mich dann, Natascha, warum du brauchst so viele Maschen? Weil Brustumfang, wir müssen kommen zu dieser Zahl, wo es Brustumfang mal unsere Strickprobe. Zum Beispiel, ich brauche 200 Maschen insgesamt, Vorderteil und Rückenteil. Ja, und natürlich dann 100 Maschen ich brauche für Rückenteil und 100 Maschen für Vorderteil. Wenn ich habe ein bisschen mehr bei Vorderteil, dann bei Rückenteil bleibt bei mir dann 99 Maschen. Das passiert nichts. Momentan ich habe 5-mal gemacht diese Seite, 5-mal diese Seite, dann ich habe schon 93 Maschen momentan, ja? Ist schon gut. So, jetzt wir müssen stricken unsere Vorderteil. Ja, halb Vorderteil. Für das wir brauchen, holen Maschen. Wir müssen holen Maschen bei Schulter. 18 Maschen, wir müssen das machen, bitte. Okay, so, ich hole meine Wolle, weil Rückenseite, ich habe Wolle dann geschnitten, ich habe beendet meine Arbeit und jetzt ganze Maschen auf Hilfe Nadel. Und hier bei bei Vorderteil, ich muss auch jetzt stricken. Okay? So. Schauen Sie. Zum Erst, was wir brauchen. Wir brauchen diese Maschen.
anziehen auf unsere Stricknadel. Alle diese Maschen, was wir haben da. Vergessen bitte nicht, ja, dass wir müssen alle haben. Von Hilfe Nadel. So, mit Marker. Marker brauchen wir auch. Und dann kommen Maschen von Schulter. Okay. So. Ich würde nicht von Anfang Wolle dazu machen, weil das nicht schön dann verstecken Wolle. Ja? Besser, wir machen so. Schauen Sie, wir holen Wolle und wir müssen 18 Maschen hier bei Schulter jetzt holen. Ja? Schauen wir. Hier ist unsere erste Masche. Okay. Bisschen lassen, Faden. Eine Masche. Dann schauen wir weiter. Das ist hier keine Loch auch. Zweite, dritte, das geht alles. Okay. Zweite, dritte, schauen Sie, das ist besser, wir müssen ein bisschen da. So, dritte. Ja. Dritte. Dann weiter. Schauen Sie, hier ist unsere Zopf. Und von diesem Zopf, wir müssen 18 Maschen so stricken. Vierte. Und dann weiter. Fünfte. Und so weiter. Schauen Sie, ich habe alle 18 Maschen da. Sehen Sie? Alle 18 Maschen. Jetzt ich stricke zurück. Und jetzt wir stricken unsere verkürzte Reihe. Ich stricke zurück 18 Maschen. So, erste. Dann zweite. Dritte. Vierte. Und so weit. 18 Maschen. Von Schulter, wir haben gestrickt, Marker. Und jetzt wir stricken von Vorderteil nur 3 Maschen. Gleich wie wir haben gemacht bei unserem Rückenteil. So, 1, 2, 3. Okay, drehen wir unsere Arbeit auf rechte Seite. Erste Masche zusammen mit Faden ausziehen, 10 Faden bekommen doppelte Masche und stricken zurück. So, das ist Maschen von Vorderteil und dann weiter kommen Maschen von unserer Schulter. 1, 2 und 3. Fertig. Drehen wir wieder unsere Arbeit auf linke Seite. Erste Masche zusammen mit Faden ausziehen, ziehen bekommen doppelte Masche und stricken wir jetzt um doppelte Masche, welche war auf unsere Vorderteil, ja? Stricken wir jetzt. So, hier ist doppelte Masche, stricken diese doppelte Masche und holen wieder 3 Maschen. 1, 2, 3. Drehen wir unsere Arbeit auf rechte Seite. Wieder. Erste Masche machen wir doppelte und stricken wir bis doppelte Masche, welche ist auf unserer Schulter.
So. Hier ist doppelte Masche stricken. Und stricken wir jetzt 1, 2, 3. Wieder drehen wir unsere Arbeit auf linke Seite. Wieder machen wir doppelte Masche. Und stricken wir wieder bis nächste doppelte Masche. Und so, wir stricken hin und her, bis wir sind fertig mit unserer Schulter. Ja? So. Schauen Sie. Wieder doppelte Masche hier. Bei Vorderteil stricken. Und stricken wir 3 Maschen. 1, 2, 3. Drehen wir unsere Arbeit wieder. Und wieder stricken wir zurück. Das verkürzte Reihe, ich weiß, dass nicht jeder liebt diese verkürzte Reihe, aber wir machen dann richtige, schauen Sie, wir machen richtige dann rund, ja, rund bei unserem Vorderteilausschnitt, Halsausschnitt. So, stricken wir weiter. Doppelte Masche, stricken wir 3 Maschen und drehen wieder an linke Seite. Wieder bis doppelte Masche und wieder holen nur 3 Maschen. So, hin und her, wir stricken. Ja, immer machen wir doppelte Masche und stricken wir diese verkürzte Reihe. Okay? So, schauen Sie, ich habe letzte 3 Maschen bei Schulter geholt und schauen Sie, wie das schaut aus, unsere Halsausschnitt und Schulter auch. Ja, richtige Linie. Und hier auch wunderschöne Linie. Okay? So, jetzt ich stricke einfach 40 Reihe wieder gerade und dann ich mache Zunahme gleich, wie ich habe gemacht bei Rückenseite. Okay, einfach jetzt ich würde zum ersten stricken gerade, ja, diese Teil von halb Vorderteil und dann ich zeige, wie ich mache auch Zunahme. Halb Vorderteil. Ich habe gestrickt 40 Reihe, wie ich habe gesagt, ich habe schon eine dazu Knopf gemacht, wie Sie sehen. Hier habe ein bisschen kleine genommen, hier ist mehr Größe, hier ist mehr kleine. Und nach 26 Reihe habe ich neue gemacht. So, wann Sie sind fertig mit 40 Reihe? Dann Sie müssen gleich wie wir haben gemacht bei Rückenteil, Sie müssen auch Zunahme machen. Bevor 3 Maschen. Ich zeige jetzt 5-mal Zunahme. Okay, das alles passt zusammen. Wir stricken einfach unsere Böhnchen, so wie das muss sein. Okay. Bis Ende dieser Reihe, am Ende, bevor 3 Maschen, wir machen Zunahme. Alles ist nicht schwer. Ja. Am Ende 3 Maschen. Ich mache zwischen 2 Maschen Faden und ich stricke 1 Zunahme. So, Sie müssen tun 5-mal, ja, ich habe schon das 5. Mal gemacht, dass wir haben richtig unsere Zunahme gleich wie wir haben gemacht bei Rückenseite.
Seite. Jetzt ich würde einfach meine Faden abschneiden und weiter ich stricke andere Schulter, gleich wie ich habe gestrickt diese Schulter, okay? Alles ist besser von hier anziehen. So. Alle Maschen auf Hilfe Nadel und dann stricken andere Schulter. Gleich wie diese. Wieder verkürzte Reihe hin und her und dann wieder 40 Reihe gerade und wieder 5-mal Zunahme an rechter Seite. Okay? Das alles ist gleiche. Nichts anderes. Und dann wir stricken schon in eine Runde. In alle Teile zusammen. Halb Vorderteil und Rückenteil. Alle wir stricken dann zusammen. Ja? So. Ich bin fertig. So, alle Maschen sind da. Und jetzt ich muss wieder meine Maschen von halb Vorderteil anziehen hier. Okay. Alles gleiche. Nichts anderes. Und jetzt 15 Maschen. Ich muss holen von Schulter. Gleich, nicht 15, 18. Wir hatten 18 Maschen, ja? So, 18 Maschen. Einfach schauen wir. Wir müssen links stricken. So, erste Masche. Und dann weiter. Schauen Zopf. Hier ist nächste Masche, ja? Und einfach stricken das alles. Wie mit anderen Schultern. Wir stricken diese 18 Maschen jetzt. Zum ersten. So, erste Randmasche. Und dann stricken wir 2, 3, 4, 5. 6, 7 und so weiter. 18 Maschen habe ich gestrickt und jetzt ich stricke nur 3 Maschen von Kragen, ja? Und so drehe meine Arbeit auf linke Seite. Wieder gleiche. Erste Masche machen wir mit doppelter Masche, stricken wir zurück und nach Marker dann ich stricke 3 Maschen von Schulter und so ich würde hin und her stricken und dann weiter ich stricke wieder gerade gleiche nichts andere, okay? So machen Sie bitte diese verkürzte Reihe und dann stricken Sie gerade und dann machen Sie wieder Zunahme. Ich denke, das muss ich nicht zeigen. Weil Sie haben schon gesehen bei Rückenseite und gleiche bei
halb vor der Teil andere. Armausschnitt ist fertig. Ich habe gestrickt beide halb vor der Teil. Ich habe gestrickt auch meine Rückenteil und jetzt ich muss alle zusammen in einen Kreis stricken. Ich habe gestrickt bis meine halb vor der Teil bis Unterarm. Und jetzt wir stricken weiter schon Rückenteil dazu. So. So. Stricken einfach weiter. Ich bin an linker Seite, andere geht nicht. Weil ich muss weiter stricken. Und natürlich Unterarm, ich muss machen meine luftige Masche. Und wie wir wissen, ich habe 93, muss haben 100. Dann ich würde für Vorderteil geben 7 Maschen, ja, und Rückenseite auch 7 Maschen. Wie das kommt, 7 Maschen von einem Unterarm, 7 Maschen andere Unterarm und jeder Teil bekommt genug Maschen. Ja? So, ganz einfach. Mach mal Unterarm 7 Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und ich stricke weiter. Ich habe schon Rückenteil gemacht auf Stricknadel. Das ist mir einfacher zum Stricken. Schauen Sie, 7 Maschen und weitere Stricke. Erste Masche. Gut festziehen, dass alle Maschen sind eine neben andere, dass wir haben kein Loch. So und stricken wir weiter ganze unsere Rückenteil bis andere Unterarm. Hier ist letzte meine Masche von Rücken. Teil fertig, ja? Jetzt muss ich wieder luftige Masche machen. 7 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und weiter stricken Maschen von halb vor der Teil. Hier, ich muss auch alle Maschen dann einfach anziehen an Stricknadel oder stricken von diese Nadel. Einfach so. Ja, nächste, das kommt, muss man einfach stricken, ganz, ganz nah, dass alle unsere Maschen sind fest. So, und gut zu ziehen, ja? So, und stricken bis Ende. Dort ist auch unsere Bündchen, muss man nicht vergessen, zum Stricken. So, ich stricke ohne Kamera. Ich bin an rechter Seite und jetzt ich mache wieder neue Knopf, ja, wie wir haben schon gemacht mit euch. So, erste Masche mit Umschlag ausziehen, dann nächste stricken, noch eine und dann noch eine rechte und jetzt ich muss meine Knopf machen dazu. Ja. So. Anziehen auf Häkel. Dann durchziehen. Masche durchziehen. Ja. Knopf durch Knopf. Sehen Sie?
So, und jetzt diese Masche muss man anziehen zurück. An linke Stricknadel, Knopf ist schon da. Und jetzt stricken wir unsere Masche. Masche ist linke Masche bei mir. So, ich habe gestrickt, festziehen, Knopf ist da, passiert nichts mit Knopf. Und ich stricke weiter meine Bündchen. So. Sieht sie? Muss man gar nichts nehmen. Alles ist fest und gut. So, ich will zeigen euch, wie ich stricke diese luftige Maschen. Wie ich stricke und ich will machen bei luftige Masche eine Masche wie mittlere, ja, von 7 Maschen. Das wird mittlere Masche, welche ich würde machen wie falsche Naht. Ja, das schaut wie falsche Naht. Wie ich mache das, ich zeige jetzt. Ich stricke meine Maschen bis luftige Masche. Und dann, sie stricken einfach weiter Länge von Jacke. Wie lang wollen Sie Jacke von Unterarm haben? Okay. So. Kommen zum luftigen Maschen, wo die sind. So, hier meine luftigen Maschen. Und so. Das stricken wir. Dann ziehe ich gut. So, ich stricke. Luftige Maschen, eine rechte, zweite rechte, dritte rechte. Und vierte für das Stricken einfach linke, immer linke. Okay? So, an linke Seite ich würde dann stricken als rechte. Schauen Sie. Und noch 3 rechte Maschen ich stricke. So. Okay, wie Sie sehen, ich stricke ein bisschen mit Spitze, dass wir haben nicht zu weit unsere Maschen. Okay, dass die sind fest. So, ich stricke jetzt bis andere Unterarm, mache dort gleiche 3 rechte, dann eine linke und wieder 3 rechte luftige Maschen und dann vergessen Sie bitte nicht, wir haben Knopf gemacht. Das bedeutet, wir müssen auf diese Halbvorderteil, wir müssen ein Knopfloch machen. Okay? Und dann ich würde stricken einfach hin und her und schauen, wann ich will wieder meine Knopf machen und Knopfloch muss machen. Ja? Ich habe gemacht hier nach 26 Reihe, 26 Reihe gestrickt, wieder neuer Knopf. 26 Reihe gestrickt, wieder neuer Knopf. Und natürlich andere Seite von Halbvorderteil. Ich muss auch Knopfloch machen. So, strickt man einfach gerade weiter Körperteil, so lang wir brauchen. Natürlich, diese Chanel-Jacke muss nicht zu lang sein. Chanel-Jacke ist immer kurz, ja? Ist ungefähr 30, maximum 35 cm. 40 cm ist schon zu lang. Wenn das muss bis Hüfte sein, das ist schon keine Chanel-Jacke. Chanel-Jacke ist immer kurz. Stricken Sie bitte weiter alleine. Ich habe schon gestrickt eine Ärmel, wie Sie sehen. So genau von Armausschnitt. Diese Ärmel ist gestrickt und alles ist schön, wie Sie sehen. Und ich habe auch eine falsche Tasche gestrickt. Das wir stricken alles zusammen. Von linker Seite können Sie schauen, ist gar nichts da.
Ich habe nichts genäht, nur Knopf. Alle andere ist gestrickt. Ich zeige, wie ich mache das. Jetzt, wir stricken Ärmel zusammen. Wir brauchen kleine Stricknadel. Ich habe Nummer 3. Und anfange ich von unten. Wo ist unsere falsche Naht? Wo ich habe gesagt, wo ist unsere linke Masche? Das ist falsche Naht. Ja? Von hier, ich würde anfangen. Ich würde jede Masche holen von Randmasche. Ja? Schauen Sie, muss man lassen ein bisschen Faden. Und dann machen wir so. Jede Masche. So, erste Masche. Ich sehe hier Randmasche. Hole Masche und dann lasse diese Faden und weiter. Nächste Randmasche. Sehen Sie, ich würde beide Wände holen. Ich mache ein bisschen mehr groß. Okay. Und jetzt. So, schauen Sie. Hier gibt ein Wand von Masche, Randmasche und noch ein Wand. Ich würde beide Wände holen und ziehen Faden. So. Hier ein bisschen. So. Dass ich habe viele. So, Faden. 3 Stück. Und dann weiter. Wie Sie sehen, ich fixiere dieses Mal nicht meine Faden. Und dann weiter, ich schaue Randmasche, ja, Randmasche und wieder ich hole Masche. So, ich würde holen von jeder Randmasche eine Masche. Und ich muss holen so 64 Maschen. Schauen Sie, 4. Dann weiter. Muss man schauen. Hier weiter. Und wieder Randmasche. Ich mache keine Umschläge dazu. Okay? Ich würde komplett. Jetzt machen wir kleiner. Ich würde komplett von unten. So gehen, ganze meine Ärmel. Und natürlich, ich muss zählen meine Maschen. Das muss 64 Maschen sein. Hier ist unsere Schulter. Muss man hier auch eine Masche holen? Ja, so jede Randmasche. Jede. Keine Zunahme. Ich mache einfach jede Randmasche. Masche. Ich habe meine Maschen und schauen Sie, das ist Marker, wo ist unsere Masche von Schulter, ja? Genau diese Naht, wo ist Schulter, ja? Wir haben hier Masche und das muss ich wissen. Das ist sehr wichtig, ja? Diese Masche ist sehr wichtig. Dann wir wissen, in eine Seite wir müssen stricken, andere. So, und von dieser Masche, wir können auch rechnen dann, wie viele Maschen haben wir. Okay? In eine Seite und andere Seite. Wenn zum Beispiel Sie haben weniger Maschen, als Sie haben bei anderen Ärmeln, dann Sie müssen dazu vielleicht ein paar Zunahme machen. Wenn Sie haben gleiche Zahl, dann Sie lassen. Wenn Sie haben zu viel Maschen, dann müssen Sie dann sofort zusammen 2 Maschen stricken, dass Sie haben gleiche Zahl. Das ist sehr wichtig. Beide Ärmel müssen gleiche Zahl Maschen haben. Okay? So, nächster unser Schritt ist, ich stricke hin und her. Ja? Und bei dieser Ärmel, ich habe von Anfang gestrickt in Kreis und dann habe ich gestrickt in weiter, dann ich habe gestrickt schon
hin und her. Aber zum Ersten, ich habe gestrickt richtig im Kreis, wie Sie sehen, ja? So, im Kreis. So, hier ich zeige auch, was wir machen weiter und wie wir stricken weiter im Kreis. Unsere Masche, linke Masche, was wir haben, Unterarm gemacht, Unterarm hier, falsche Naht gemacht, das bleibt auch hier linke Masche auf unsere Ärmel weiter. Und, oder habe ich nicht gemacht? Ja, habe ich gemacht. Linke Masche, sehen Sie. Weiter. Okay. Und dann, wir stricken alle Maschen als rechte verschränkte Masche, dass wir haben kein Loch. Einfach schauen Sie, wo ist unsere erste Masche, ist da. So, wir stricken dann einfach, ist ein bisschen zu weit, ich hole noch eine Masche. Hier, genau, so, hier muss man dann linke Masche stricken. Genau. So würde ich jetzt machen. So, und ich stricke jetzt im Kreis jede Masche, aber als verschränkte Masche. Diese linke Masche, ich stricke auch als verschränkte linke Masche. Und dann weiter rechte Masche, aber als verschränkte. Das muss man ziehen von anderer Seite, unsere Faden. Und weiter, alle Maschen, ich stricke als verschränkte rechte Masche, dass ich habe kein Loch. Okay? Diese Runde stricken Sie einfach komplett alle Maschen, verschränkte rechte Maschen. Immer noch mit kleiner Stricknadel. Okay? Komplett alle Maschen, bitte. Wenn Sie sind fertig mit Runde und Sie haben alle verschränkte rechte Maschen gestrickt, schauen Sie, alles schaut sehr, sehr akkurat. Ich mache mir, na, dass Sie sehen. Sehr akkurat. Sehen Sie, wenn Sie stricken. Okay, jetzt wir stricken bis diese Masche, welche ist unsere Masche von Schulter? Wir haben Vermerkung gemacht, ja? Das ist unsere Masche von Schulter. Wir stricken bis diese Masche und dann ich zeige, was wir machen weiter. Wir stricken einfach alle Maschen, rechte Maschen. So, ich komme zu dieser Masche, welche ist bei unserer Schulter. So. Das ist nächste Masche, ist diese Masche. Okay, ich ziehe meine Nadel raus. Ach, so schwierig mit dieser Seile. Okay, mach nichts. So, und jetzt ich mache Marke raus. Ich hole Stricknadel, mit welcher ich habe ganze Jacke gestrickt, Nummer 4. Stricke Masche von Schulter und stricke noch 5 Maschen. 1, 2, 3, 4 und 5. Sie können, wenn Sie haben, große Schulter, ich meine, Sie sind nicht zart, Sie sind so starke Frau, ja? Dann Sie können 12 Maschen stricken. Das bedeutet, Sie können 6 Maschen, eine Masche mehr stricken als ich. Nicht 5, Sie können 6 Maschen stricken. Jetzt, wir drehen unsere Arbeit auf linke Seite. Muss man ziehen Seile raus, das
Wir haben richtig unsere Stricknadel. So, hier Stricknadel mitmaschen. So, wir drehen unsere Arbeit auf linke Seite. Machen wir erste Masche mit Faden zusammen anziehen auf unsere Stricknadel. Ziehen Faden, bekommen doppelte Masche und stricken zurück unsere Maschen. Ja? So, 1, 2, 3, 4, 5 und stricken wir von unsere diese Nummer 3 Stricknadel noch 5 Maschen. Stricken wir 1, 2, 3, 4 und 5. So, das ist alle Maschen von Schulter. Und dann weiter, wir stricken Armausschnitt. Drehen unsere Arbeit auf linke Seite. Schauen Sie, und hier bleiben Maschen auf Stricknadel Nummer 3. Und ich stricke mit Nummer 4. Ist bisschen nicht schwierig, aber bisschen kompliziert. Bisschen, nur bisschen. Weil Sie haben zwei Paar Stricknadel. So, was wir machen weiter. Von Schulter, wir haben schon alle Maschen. Das ist 11 Maschen insgesamt. Jetzt wieder Faden zusammen mit Masche ausziehen. Erste Masche, immer so, das muss sein. Ziehen Faden, bekommen doppelte Masche. Und stricken wir bis Ende. So, stricken wir unsere Maschen. Hier ist doppelte Masche, stricken Sie. So, beide Wände haben gestrickt. Man sieht gar nichts, ja? Das war doppelte Masche. Und holen von dieser Stricknadel Nummer 3 noch eine Masche. So, wir machen jetzt bis Ende unsere alle Maschen. Ich würde sagen, bis am Ende bleibt nur 5 Maschen oder 6 Maschen. Ja, von einer Seite 3 Maschen und von anderer Seite 3 Maschen. Dann wir sind fertig. So, stricken wir nur eine Masche. Nur eine Masche. Okay? Drehen unsere Arbeit auf linke Seite. Wieder machen wir doppelte Masche mit Faden ausziehen. Ziehen, bekommen doppelte Masche, sehen Sie? Und stricken wir alle Maschen, linke Maschen. Stricken wir bis Ende, wo ist unsere doppelte Masche. Und nach dieser doppelten Masche muss man holen von anderen Stricknadel eine Masche. So, schauen Sie. So, Moment. Stricken diese doppelte Masche. So, und stricken wir eine Masche von Stricknadel Nummer 3. Eine Masche noch. So, und wieder drehen unsere Arbeit auf rechte Seite. Wieder machen wir doppelte Masche. Ausziehen Masche mit Faden, ziehen Faden, bekommen doppelte Masche. Stricken wir wieder alle Maschen bis Ende. Am Ende wir haben doppelte Masche, welche wir stricken. Und holen dann eine Masche von anderen Stricknadel. Okay, hier ist doppelte Masche. Stricken Sie. Und holen eine Masche von dieser Stricknadel. Hopp,
Fertig. Drehen unsere Arbeit wieder auf linke Seite. Und so, Sie müssen stricken hin und her, wie ich habe gesagt, bis komplett ganze Armausschnitt wird gestrickt. Immer holen Sie eine Masche. Okay? Immer holen Sie eine Masche. Und ich zeige, wie das schaut aus dann. So, stricken wir bis Ende. Ist natürlich ohne Kamera ist mir einfacher, aber ich muss euch zeigen. So, hier ist doppelte Masche. Wieder ich stricke diese doppelte Masche. Hopp. Und stricke von Stricknadel eine linke Masche. Ja? So, drehe meine Arbeit und schauen Sie, wie wir stricken. Wir stricken unseren Armausschnitt. Ja? Und wir bekommen dann so, jetzt machen wir kleiner, wieder. Und dann wir bekommen solche Armausschnitte. Schauen Sie. Sehen Sie? So Kugel, diese Armkugel, das, was wir brauchen. Und so wir stricken, stricken, stricken bis Ende, am Ende. Ich habe hier Unterarm, mittlere linke Masche und drei Maschen von einer Seite, drei Maschen von anderer Seite verlassen. Dann ich, bis ich komme zu dieser Seite, zu diesem Moment, ich muss holen immer nur eine Masche von einer Seite, eine Masche von einer Seite, andere Seite. Und wann ich komme zu diesem Moment, dann ich zeige euch, okay? Aber jetzt, Sie holen immer nur eine Masche und bekommen so wunderschöne Armkugel. Muss man nicht was rechnen, separat stricken und dann nähen und so weiter. Wir bekommen sofort unsere Ärmel. Ich habe meinen Teil, meine Ärmel hin und her, so wie ich habe gezeigt, ja, immer holen eine Masche. Gestrickt bis ich habe bis meine linke Masche drei Maschen und jetzt ich stricke einfach in Kreis. Schauen Sie, von einer Seite drei Maschen und von anderer Seite. So, ich stricke dann ein, zwei, drei Maschen, dann geht meine linke Masche und dann gehen weiter noch drei Maschen nach linke Masche. Das muss man hier ausziehen. Draußen wahnsinnig Wind. So, und stricken wir weiter. So, schauen Sie. Und jetzt ich habe linke Masche und noch drei Maschen. Und weiter. Schauen Sie, ich habe auch Restwolle. Und jetzt ich stricke nur mit meiner Stricknadel Nummer 4 im Kreis. So, schauen wir, dass wir haben keine Loch, wenn wir stricken weiter. Ja, hier, dann muss man holen von unten noch eine Masche dazu, das nächste unsere verdoppelte Masche, wir stricken zusammen. So, hier ist dann verdoppelte Masche und Masche, was wir haben von unten geholt, dass wir haben kein Loch. Okay, das muss man richtig so stricken mit einer rechten Masche und ziehen und dann können Sie stricken weiter in Kreis. So. Wir haben geschafft, ja, wir haben geschafft, ich zeige jetzt, schauen Sie, wir haben schon geschafft, unsere Ärmel stricken, so, und weiter, Sie stricken einfach gerade diese Ärmel, so lang, wie lang Sie brauchen, und am Ende
Am Ende wir stricken Bündchen. So, bei Bündchen natürlich habe ich ein bisschen Abnahme gemacht. Aber wie ich habe gesagt, ich liebe stricken Ärmel hin und her. Ich stricke noch eine rund und dann ich würde teilen meine Maschen und stricken hin und her. Das ist kein Problem für mich. Und wie ich habe gesagt, wir haben jetzt geschafft, ja, diese wunderschöne Ärmel und Arm. Kugelstricken, alles schaut wunderbar. Das muss man natürlich. Diese Ärmel habe ich schon gedämpft und das schaut viel schöner. Ja, diese habe noch nicht gedämpft. Das schaut ein bisschen wie ein Dreieck. Ja, das muss man dämpfen, richtig. Und dann wird mehr schöner. So, stricken wir jetzt Ärmel einfach weiter. Meine Ärmel wird von Unterarm 45 cm lang. Okay? Stricken wir weiter. Meine Ärmel sind fertig. So, Jacke ist komplett fertig. Alles ist schon wunderbar. Schauen Sie. So. Was jetzt? Jetzt wir machen mit euch zusammen diese falsche Tasche. Ich zeige euch. Schauen Sie, wir haben gestrickt eine Linie mit linken Maschen. Okay? Muss man jetzt holen Masche. Einfach. Holen Sie kleine Stricknadel und schauen Sie, wir haben hier eine Masche. Ich würde jetzt machen ein bisschen mehr, na, dass Sie sehen. Okay, so schauen Sie, was ich habe. Da, wir müssen von unten holen, ja, Masche, nicht von oben. Unten, so eine Masche, dann kommt zweite. Dritte, vierte und so 16 Maschen. Okay? Schauen Sie, ich habe alle Maschen geholt, ja? Und jetzt ich komme auf diese Seite, wo ist unsere Bündchen, ja? Dass Sie können dann verstehen, mache jetzt mehr kleine wieder. So, meine Wolle. Das ist ganze Wolle, was ich habe jetzt. Habe schon gar nichts mehr. So, und ich habe diese Knolle, ich habe von oben eine Faden und von innerer Seite, weil wie ich habe gesagt, ich habe nicht mehr Wolle, aber ich habe gestrickt mit zwei Faden und dritte ist Alpaka. Ah, und dann stricken wir jetzt zusammen, ja? Unsere Tasche. Schauen Sie. Ich würde stricken so. Erste meine Masche verschränke. Ich würde stricken. Erste Masche. Dann ich mache zwei Zusammenfaden und stricke nächste, ja? Nächste. Linke. Ich stricke, erste ist rechte, dann kommt linke. Ich schaue, was ich habe hier gemacht. Na, alle rechte, ja, alle rechte. Ich würde stricken erste. Erste Reihe, ich stricke alle rechte. So, erste rechte, dann nächste auch rechte. Dann ich lasse zweite Faden und stricke nur mit einer. Alle rechte Maschen. Okay, verschränke rechte Masche. Sehen Sie? So, stricken wir bis Ende. Ich zeige diesen Moment, weil es sehr wichtig und Sie müssen alles sehen. Okay, so, alle unsere Maschen, 16 Maschen. Und letzte Masche, 16. Schau mal, ich würde
schauen. So, hier. Moment, wieder muss man mehr Größe machen. Ja, man sieht. Und dann ich schaue, wo ist meine Reihe so gehen. Ja, hier sind Maschen. Hier, man sieht, nächste Masche. Ja, ich würde einfach diese Wandmasche holen. Auf andere Stricknadel anziehen. Meine letzte Masche, 16. Und diese Masche, was ich habe geholt. So, und stricke zusammen. Zwei Maschen zusammen mit einer rechten Masche. So. Dann drehen wir unsere Arbeit auf linke Seite. Erste Masche, wir stricken nicht. Ausziehen. Und jetzt, ich würde stricken. Eine rechte. Eine linke. Eine rechte, nicht verschränke bitte, eine linke, eine rechte, eine linke bis letzte Masche. Letzte, wir müssen wieder stricken mit einer Masche von unsere Körperteile. Dass wir nähen nicht diese falsche, wie heißt der, Tasche, ja. Schauen wir wieder, wir müssen schauen, wo sind unsere Maschen, hier, ja, hier, und wir schauen weiter, hier muss man holen dann ein Wand von andere Masche, hier, einfach Sie sehen, diese Masche, Sie sehen 100%, ja, und dann anziehen zusammen, ja, und stricken wir dann zwei Maschen zusammen mit einer linken Masche, fertig. So, drehen wieder unsere Arbeit und stricken wir dann erste, wir stricken nicht, wieder wir stricken, so, eine rechte, eine linke bis Ende und letzte Masche. Wir müssen wieder stricken zusammen mit Körperteil. Okay? So, ich zeige nochmal, dass Sie verstehen und dann ich stricke weiter. So, schauen Sie bis letzte Masche. Hier ist letzte Masche und dann schauen wir unsere weitere Masche. Ja, hier ist Masche, schauen Sie. Man sieht diese Maschen, welche gehen einfach, ja, wir können einfach holen ein Wand wieder und dann stricken wir zusammen diese zwei Maschen. Mit einer rechten Masche. Ja. Schauen Sie. So. Und wir sind schon auf diese Teil. Diese Teil, wir müssen nicht nähen. Wir stricken zusammen mit Masche, welche geht genau neben, ja, neben, ja, und wir holen immer ein Wand und so stricken wir. Wie viel habe ich hier gestrickt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Reihe habe ich gestrickt, ja, 7 Reihe und dann abketten. Das zeige ich auch. Und jetzt, ich bin fertig, ich habe 7 Reihen gestrickt und jetzt muss man abketten. Schauen Sie, wann wir werden sofort jetzt abketten, dann dieses Teil bleibt nicht richtig. Drum, ich würde holen wieder ein Wand, ja, ein Wand von Masche, so von Körperteil, okay? Und dann ich würde einfach nächste Masche, erste Masche von Stricknadel ziehen durch diese Masche, was ich habe geholt. Okay?
Dann nächste, ich stricke und ziehe durch. Wieder nächste Strecke, alle Strecke rechte Maschen, ziehe durch. Nächste Strecke, ziehe durch. Nächste Strecke, ziehe durch. Und so schön abketten, okay? So. Wichtigste war von Anfang, dass Sie machen hier richtig, okay? Das schaut schön aus, unsere Abkettung, ja? Oder wie heißt das? So, schauen Sie hier auch. So. Bis letzte Masche und dann bei letzter Masche machen wir gleiche, wie wir haben jedes Mal gemacht. So, machen wir jetzt letzte unsere Masche. Und Sie wissen, das letzte Masche, wir stricken immer zusammen, ja, mit nächster Masche von Körperteil. Drum, ich suche jetzt diese Masche. Hier ist der. Anziehe. Meine letzte Masche und stricke zwei zusammen und ziehe durch. So, ich habe alles gemacht. So, jetzt muss man einfach ziehen, ein bisschen Faden, dass wir können dann verstecken, diese Faden. Verstecke ich natürlich in innerer Seite und schauen Sie, wir haben schon gemacht unsere, ja, sehen Sie, wir müssen gar nichts nähen. Wir haben schon gemacht unsere falsche Tasche. Jetzt, ich muss nur hier gleich wie da einen Knopf nähen und meine wunderschöne Jacke ist schon fertig. So, meine Liebe, wir haben alles zusammen gestrickt. Ich habe euch alles gezeigt. Ich wünsche euch alles Gute. Bleiben Sie bitte gesund. Und natürlich, wir sehen uns bald wieder. Ich hoffe für eure Daumen hoch und vielleicht ein paar Wörter bei Kommentar. Tschüss!